Tschalla, meine Damen und Herren, habt ihr schon gehört? Der größte CS2-Cheat wurde detected und User werden massiv weggebannt. Schauen wir doch mal genau an die Sache rein. Wissen doch, was zum Kram liegt, oder? Kramplätze müssen Psychopathen sein. Schegelberg, der alte Macher, hat mich auf Folgendes aufmerksam gemacht. MW2 wurde detected und jetzt targetet es massiv Bans auf die User. Hier ein paar Auszüge aus Reddit, das andere ist dann wiederum auf Twitter oder X, aber X sagt doch keiner, komm schon. Das ist das RCSGOX hier von Reddit. Und ja, jetzt Aimware Bro. Hier schreibt einer, es wäre sowieso einfach nur eine Frage der Zeit, bis es passiert ist. Hier oben hat noch einer geschrieben, dass die Windows 7 Leute jetzt auch rausgeflogen sind, wobei weiter unten wiederum einer schreibt, das wäre schon seit längerem so. Und er schreibt, er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass da großartig Leute Aimware auf Accounts benutzen, die ihnen wichtig sind. Ein anderer schreibt wiederum, oh, du wärst überrascht, wie viele Vollidioten dann da auf ihrem Main-Account rumdödeln. Dazu schauen wir uns auch gleich noch ein paar gebannte Accounts an, die voll sind mit Skins. Hier unten führt auch noch mal einer etwas weiter aus, wie unglaublich viele oder absurd viele Leute eben Aimware auf ihren Main-Accounts genutzt haben. Einfach nur aus dem Komfort heraus halt. Also das scheint wirklich ein krasser Schlag gewesen zu sein. Had it coming, schreibt hier nochmal einer. Und ja, Gott ist gut und so weiter und so fort. Ihr könnt euch da gerne noch weiter einlesen. Ich habe das Ganze auch verlinkt. Und noch ganz kurz als Zwischeninfo, vergesst bitte das Driver Gloves Convoy Giveaway nicht, das aktuell auf Twitch läuft. Man kann immer noch mit dazukommen, mitmachen, mit dabei sein, kommt dran. Livestreams dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Auf Twitter gibt es noch ein paar schöne Screenshots. Also zuallererst mal, hier werde ich wohl auch den Videotitel hernehmen. Largest Counter-Strike 2 Cheat blablabla detected und so weiter und so fort. Mit ein paar Bann-Nachrichten, dass man hier eben über Overwatch gebannt wurde und auch noch ein bisschen was in anderen Sprachen. Was ist das hier? Spanisch oder was? Keine Ahnung. Detected for real? Get fucked. Ja, also es scheint ordentlich zu brodeln. Hier unten sind noch mal Bilder zu gebannten Accounts. Vor allem hier mit Inventory. Das tut natürlich schon echt weh. Das ist schon krass. Hier auch noch mal ein frischer Bann. Mal ein bisschen ranzoomen. Ganz schön verpixelt, ekelhaft. Hier schreibt noch einer Insane High-Tier-Accounts. Boah, mit einer Dragonlore drauf. Holy shit. Uff, uff, uff. Und wie dann die ganze Sache wohl auch ausgesehen hat. Für uns Legends auf jeden Fall ein sehr schöner Schritt. Hier ist wohl noch ein Admin, der einfach seine User auslacht dafür, dass sie gebannt werden. I'm actually a web dev. Get fucked. Hier ist ein User mit 584 Accounts, dessen Main-Account und hunderte andere gebannt wurden. Boah. Also es ist wirklich nicht zu glauben, wie viele Leute einfach so, ja, unachtsam, sag ich mal, halt auch rumdödeln, wenn scheinbar ja Aimware irgendwie bekannt dafür ist, dass es jetzt halt nicht das sicherste ist oder so. Weil ganz, ganz viele auf Reddit wiederum geschrieben haben, ja, es war ja klar, dass irgendwann nur ein Hin und Her. Wobei vielleicht auch damit gemeint wird, dass grundsätzlich irgendwann jeder Cheat halt dann mal detected wird mit der Zeit. Hier auch nochmal ein chinesischer Account, der genudelt wird. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht, zu der man jetzt dann frisch an den PC gekommen ist. Ich war heute noch nicht dran. Geh bei uns auf Discord und sehe dann einfach hier von Schekel das Teil hier, also die Info. Hier schreibt übrigens nochmal der Thread-Ersteller, dass eben hunderte, wenn nicht sogar tausende High-Tier-Accounts gebannt wurden, wie die Gedanken dazu sind und ob man glaubt, dass eben nur Aimware jetzt geschisselt wurde oder vielleicht sogar noch viel, viel mehr am Brauen ist und ja, dass Valve da eben aktuell was reinkochen könnte. Und ich denke, sie verfolgen hier, also Valve verfolgt hier die Standardstrategie, und das ist aber auch ganz normal bei Anti-Cheat-Geschichten, dass du da halt keine Informationen nach außen dringen lässt. Du machst einfach, damit sich niemand darauf vorbereiten kann. Also vor allem die Cheater nicht darauf vorbereiten können, dass plötzlich die Accounts gedudelt werden. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass es eben im Geheimen ist und bleibt. Darum mache ich hier nochmal so ein kleiner Ellbogenboxer an alle, die sagen, Valve macht Wack überhaupt nicht gescheit. Die machen schon, die dudeln vor sich hin und mitunter wird dann eben auch eine fette Welle weggebannt. Das scheint jetzt ja auch wieder ordentlich geklatscht zu haben. Also cheers an Valve. Schön weitermachen so. Sehr lecker. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Hier nochmal vielen lieben Dank an dich, Schekel, für die Info. Wenn ihr solche Informationen habt zu Counter-Strike, Cheats, Anti-Cheat oder sonst was, irgendwelche Dinge, auf die man mich vielleicht erst stoßen muss, weil ich halt leider nicht den gesamten Tag irgendwie das Netz durchforste oder im Moment durchforsten kann, schickt mir die Sachen ruhig auf Discord oder auf Steam oder sonst wo und dann mache ich da gerne auch ein Video drüber. Und vergesst das Glove-Giveaway nicht, Leute. Glove-Gloves. Das war's dann soweit wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Ich beantworte jeden Kommentar, bin aber gerade wieder etwas dahinter, weil ihr so insane viel kommentiert, was mich extrem freut. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben auch einen dicken Boost jetzt natürlich durch CS2 bekommen, haben viele neue Leute rumgekriegt, die jetzt am Schreiben sind, am Schauen sind. Und ja, es freut mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Wir lesen und schreiben uns in den Kommentaren und sehen uns dann live im Stream. Bis dann und later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.